In welche Art des Lernens führt die Studieneingangs- und Orientierungsphase ein? Welche Lern- und Arbeitsstrategien erlernt man dort, um den Einstieg in das Studium erfolgreich zu bewältigen? Fürs Lernen in der STEOP ist natürlich besonders wichtig, dass man sich's gut einteilt. Und das führt eben zu dem wichtigen Punkt, dass man versuchen muss, sich seinen Tag, seine Woche, seinen Monat, sein Semester, sein ganzes Studium sehr gut zu organisieren. Das sollte man aber auch nicht übertreiben. Also es gibt auch ein Leben nach dem Studium oder neben dem Studium. Man muss einfach eine gute Balance dazwischen finden. Man muss auch eine gute Balance finden zwischen dem Lernen in der Gruppe und dem Lernen für sich. Und da gibt es für jeden und für jede auch unterschiedlichste Wege. Keiner ist gleich. Und jeder hat ein Recht, seinen Weg zu finden und auch auszuprobieren. Das ist mal das Wichtigste. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass man in der Gruppe über Peer-Feedback zum Beispiel nützliche Informationen auch bekommt, die einem das Leben effizienter und leichter machen. Es macht natürlich auch andererseits wesentlich mehr Spaß, mit anderen zusammen zu lernen. Also es muss einfach eine gute Balance zwischen beiden Dingen sein. Ein besonderes Problem ist dann natürlich, dass der Stoff, der in so einer Lehrveranstaltung dargeboten ist, üblicherweise viel, viel mehr ist, als was man so aus der Schule kennt. Und da muss man sich halt überlegen oder bewusst machen, dass so eine Lehrveranstaltung wie auch das gesamte Studium einfach ein großes Projekt ist. Ein großes Projekt, das Milestones hat, wo man zu bestimmten Zeitpunkten mit bestimmten Dingen fertig sein sollte, um dann am Schluss einen erfolgreichen Abschluss zu erzielen. Also sowas wie Bulimie lernen, dass man 3 Tage vor der Prüfung sich alles hineinstopft, das hat manchmal Erfolg. Und ich nehme mich da selbst gar nicht aus, so habe ich Chemie bestanden seinerzeit in meinem Studium. Aber grundsätzlich ist das natürlich das Gegenteil von dem, was man Reflexion nennt oder was man erreicht, wenn man kontinuierlich dranbleibt. Und wenn man kontinuierlich dranbleibt, gibt es eben auch viel kontinuierlicher ein Gespräch, von dem ich die ganze Zeit versuche, darauf hinzuweisen. Und in diesem Sinne werden dann große Stoffmengen plötzlich gar nicht so groß, wenn man anfängt, sich einzuteilen und Stück für Stück abzuarbeiten. Da ist das Allerwichtigste, glaube ich, dass man lernt, komplexe Probleme in kleinere Probleme herunterzubrechen. Also einzelne Schritte zu formulieren, die in der Gesamtheit dann eine komplizierte Geschichte lösen. Das ist zum Beispiel das, was ein Algorithmus ja tut. Eine Vorschrift, ein Rezept, wie man Schritt für Schritt ein Problem durch ein Programm lösen lässt. Und da hilft es sehr, wenn man sich eine gewisse Systematik aneignet. Also gut verbinden kann einerseits abstraktes Denken mit Ausprobieren, dass man gut versteht, was es denn heißt, Probleme zu modellieren, Strukturen herauszufinden und das Ganze dann in gewissermaßen als Prozess zu verstehen, der einzelne Schritte hat und das dann einer Lösung zuzuführen. Und da ist nun wiederum ganz wichtig, dass man auch eine Balance hineinbringt zwischen eigenem Nachdenken und dem Arbeiten im Team. Denn sehr, sehr oft ist es ausgesprochen nützlich und hilfreich, Dinge gemeinsam zu besprechen, aber man muss sich auch wieder zurückziehen und dann an einzelnen kleinen Problemen dieses Komplexes an großen Problemen zu arbeiten, um etwas auch für das Team beitragen zu können. Also da eine gute Balance zu finden, ist, denke ich, auch etwas, was man in der STEOP vermitteln sollte und was wir natürlich versuchen, mit unseren Lehrveranstaltungen zu tun. Also aus der Schule kommend bedarf es natürlich einer großen Motivation, aber auch einer Selbstorganisation. Und diese Selbstorganisation, die muss natürlich einmal gelernt werden. Und daher ist es wichtig, die Studierenden in der Studieneingangsphase mit wirklich kleinen Arbeitsaufträgen, mit konkret formulierten Arbeitsaufträgen zu versorgen und entsprechendes Feedback zu geben oder regelmäßiges Feedback zu geben und auch von vorne weg zu motivieren, dass sie sich auch untereinander, das heißt auch mit ihren Mitstudierenden, austauschen. Und dieser Austausch, der sollte darin enden, dass sie vielleicht Lerngruppen bilden und dass sie sich also gemeinsam oder gegenseitig motivieren, am Lernen zu bleiben, am Studieren zu bleiben, im Diskurs zu bleiben und so sozusagen Motivationstiefs
vielleicht zu begegnen. Also es ist eine gegenseitige Motivation. Wir kennen das alle. Irgendwann hat jeder mal einen Hänger und da kann eine Gruppe sehr hilfreich sein, die anderen sozusagen mitzuziehen oder jemanden aus einem Motivationstief herauszuholen und zu begleiten. Eine Motivation kann sehr gut auch erfolgen, beispielsweise über das Nutzen von E-Learning-Plattformen, das Nutzen von Lernpfaden mit kleinen Videos oder kleinen Texten und anschließenden Fragestellungen, wo man sozusagen auch ein bisschen eine Selbstreflexion bei den Studierenden erzeugt. Sie können sich selbst einschätzen, wo sie gerade stehen, wo sie noch Bedarf haben, nachzulesen. Und das kann natürlich sehr wesentlich dazu beitragen, motiviert an die Sache heranzugehen. Im Gegensatz zur Schule ist man natürlich dann während des Studiums mit deutlich größeren Stoffmengen konfrontiert. Und hier ist es nützlich, sich im Klaren darüber zu werden, welcher Lerntyp man ist beispielsweise und sich vielleicht verschiedene Lerntechniken auch anzueignen und ja, diese dann zu nutzen. Ich versuche selbst immer verschiedene Lerntechniken einzusetzen, verschiedenste Materialien zur Verfügung zu stellen, das Thema beispielsweise über ein Video, über eine Präsentation, einen Lernpfad oder eine Diskussion zu beleuchten, um jedem die Möglichkeit zu geben, hier seine Möglichkeit zu finden, wie er am besten lernen kann. Die wichtigste Voraussetzung, dass Studierende von der STEOP wirklich profitieren können und dass sie sie auch zügig hinter sich bringen können, ist, dass sie einen Wissensdurst mitbringen und Neugier mitbringen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sie sich zu eigen zu machen und auch eine Vorstellung zu entwickeln, wie sie persönlich durch das jeweilige Studium gehen können. Wie man quasi lerntechnisch damit am besten umgeht, das ist eine andere Frage und das ist eine Frage, die sich, glaube ich, nicht für alle Studierenden auf eine Weise beantworten lässt. Das heißt, hier ist im Grunde das Wichtigste herauszufinden, was für ein spezifischer Lerntyp man persönlich ist. Ein Punkt, an dem das immer wieder sichtbar wird, ist zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit Schreiben, wie gehe ich mit Mitschreiben um, was bringt es mir mitzuschreiben. Ich persönlich in der Lehrveranstaltung, die ich schon angesprochen habe, dem Propedeutikum, sage meinen Studierenden immer wieder, ich verlange von ihnen nicht, dass sie jetzt alles mitschreiben, was ich ihnen da erzähle. Es gibt eine Lernunterlage, in der alle wichtigen Inhalte drinstehen. Die kann man als Orientierung nehmen. Wenn man sich mit dem, was die Lernunterlage enthält, auseinandersetzt, dann hat man alle wichtigen Themen. Worum es mir geht, das ist eine aktive Auseinandersetzung mit den Studierenden. Ich lade sie auch immer ein, mitzureden, mitzudiskutieren. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde und wo ich auch viel profitiere davon, dass ich sehe, wie unsere Studierenden ticken, dass ich auf Herausforderungen reagieren muss, die sich aus den Fragen der Studierenden ergeben und dass ich das, was ich ihnen vermittle, sozusagen in die Logik ihrer Fragen integrieren kann. Und in einem solchen Zusammenhang ist es für mich persönlich nicht wichtig, dass das jetzt aufgeschrieben wird, sondern es ist mir wichtig, dass die Studierenden mitdenken und sich aktiv an dieser Auseinandersetzung beteiligen. Das schließt aber nicht aus, dass es für viele vielleicht leichter ist, sich aktiv zu beteiligen, wenn sie gleichzeitig schreiben. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie in Abhängigkeit davon, wie man selbst mit dem Wissenserwerb umgeht, also unterschiedliche Methoden zum gleichen Ziel kommen können. Für die eine Person kann es hilfreich sein, über die manuelle Tätigkeit des Schreibens quasi das Gehirn in Bewegung zu halten.
Für eine andere Person kann das Bedürfnis, jetzt alles Wichtige festzuhalten, ablenkend wirken. Das heißt, ich glaube, einerseits ist es wichtig, sich darüber zu verständigen, was die Erwartungen an die Studierenden sind, nämlich, dass sie sich aktiv die Gedanken und Inhalte, die da thematisiert werden, aneignen. Aber auf welchem Weg das am besten geht, das müssen sie selbst herausfinden. In welche Art des Lernens führt die STEOP ein und welche Strategien des Lernens und Schreibens kann man in der STEOP mitnehmen? Also die Art des Lernens, die man in der STEOP bewältigen muss, ist eine, die sich ja grundsätzlich von der Schule unterscheidet, nämlich dadurch, dass niemand sagt, so, hier ist ein Vortrag und das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig in dem Vortrag, sondern es ist ein wissenschaftlicher Vortrag und man muss lernen, wie schreibe ich mit, wie erfasse ich das, was gesagt wird. Gut, da wird schon natürlich von Lernzielen gesprochen, von einer Lerneinheit, aber ich muss mir das wirklich selbst aneignen, was ich da mitnehme. Und das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Da unterstützen wir die Studierenden sehr darin, aber das ist sozusagen etwas, was wir versuchen, in der STEOP modellhaft zu zeigen. So wird das sein im Studium. Damit seid ihr konfrontiert. Da stellt sich jemand hin, gibt euch ganz viel Input und ihr müsst damit zu Rande kommen, wie ihr das mitschreibt, wie ihr das auffasst und wie er das dann auch lernt und dann in ein Anwendungswissen zur Prüfung mitgeben soll. Was sind deine Erfahrungen von dem, was für Lernformen da in der STEOP auch gezeigt werden? Ja, ich möchte gerne das nochmal aufgreifen, was du zur Schule gesagt hast, also zur Art und Weise, wie das Wissen in der Schule vermittelt wird. Und das ist ja wirklich, also wenn man sich in der STEOP wiederfindet, glaube ich, erlebt man so einen Bruch zu diesen Lehr- und Lernstrategien, die man aus der Schule kennt. Und zwar ist es ganz wichtig, dass das Wissen nicht reproduziert werden soll, eins zu eins. Es geht sozusagen nicht darum, sich Wissen anzueignen und dann genauso wiederzugeben, wobei das auch eine valide und wichtige Lernweise ist. Also das möchte ich gar nicht so in Frage stellen. Aber hier geht es eben darum, um diesen Aspekt einerseits der Priorisierung, den du jetzt genannt hast, aber andererseits eben auch Zusammenhänge herzustellen. Zusammenhänge zu sehen zuerst, weil das ist schon mal gar nicht so einfach, diese Zusammenhänge überhaupt festzustellen und dann eben auch sozusagen in einer wissenschaftlichen Sprache darzustellen. Also das ist das Wichtige, dass man eben diese Wissensblöcke nicht, wie gesagt, eins zu eins wiedergibt, sondern eben aus einer Perspektive miteinander in Zusammenhang bringt. Was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist diese Selbstmotivation. Also das ist einfach auch das, was das Studium, was jedes Studium ausmacht. Man hat keinen vorgefertigten Stundenplan, wo man einfach da wo sitzt und die Stunden wechseln einander ab, sondern man muss sich selbst motivieren. Also man muss sich schon einmal selbst motivieren, in Lehrveranstaltungen zu gehen, wo keine Anwesenheitspflicht ist zum Beispiel. Also da braucht es schon einfach auch eine Form der Selbstdisziplinierung und Selbstmotivation, die für viele auch neu ist. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen, in der STEOP noch zu unterstützen, aber gleichzeitig auch immer zu sagen, jetzt gibt's noch Studienassistentinnen, jetzt gibt's noch Tutorinnen, die euch da helfen, aber studieren heißt auch, eine hohe Form der Selbstmotivation mitzubringen zum Lernen.